Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Let's Play Game Maps. Heute stelle ich euch vor Zombie Siege und das, die Map wurde von Disco gebaut. Habt ihr sicher auch schon von ihm gehört, habe auch im letzten Video eine Welt von ihm gezeigt. Und ich erkläre euch auch gleich, um was im Ganzen geht. Als man sieht hier, dort hinten ist ein Zombie, also sieht so aus wie einer. Und oben auf der Nase sozusagen hat es eine Tabelle, da stehen jetzt zwei Nullen. Und da, wenn wir kurz ranzoomen, sehen wir auch ganz viele Dispenser im Mund sozusagen. Und es geht auch darum, wenn wir starten, werden ganz viele Zombies von dort hinten ankommen und versuchen, bis hier unten hinzukommen, und dann verlieren wir sozusagen Leben. Das sieht man an diesen Tabellen hier. Ich glaube, ein Zombie ist immer etwa eine Laterne von denen, oder vielleicht auch zwei. Bin mir nicht ganz sicher. Und wir können sie abwehren. Also wir haben hier als Ausrüstung haben wir Bogen und Pfeil. Und wir brauchen gerüstet, also brauchen wir nur einen Pfeil, nicht mehrere. Und man sieht hier das Ganze auch wieder ein riesiges Ding mit ganz viel Redstone etc. Und hier wird das Ganze auch gestartet. Und wir haben hier, auch sieht man, da steht 50. Und hier auch haben wir so TNT-Kanonen, die können wir dann auch benutzen, um sie abzuwehren. Am besten zeige ich euch das Ganze gleich. Und wir starten das. So, das hat man kurz gehört. Jetzt steht es auf 0 und ich glaube alle 30 Sekunden kommt eine Welle, aber wenn wir schnell machen wollen, können wir hier auf diesen Knopf drücken. Und man hat hier auch kurz eine Musik gehört. Und die Zahl ist auf 1 hochgegangen. Jetzt können wir mal schauen. Genau, das waren die jetzt. Und man sieht, die laufen jetzt auf uns zu. Jetzt können wir hier versuchen, die mal so zu treffen. Ja, eine ist unten. Zwei sind unten. Und der Bogen ist auch mit Stärke 5 ausgerüstet, also man kann sie mit einem Schuss erledigen. So. Können wir drücken. Jetzt ist es Welle 3, weil die 30 Sekunden sind abgelaufen. Und jetzt haben wir auch gleich zwei Wellen auf einmal. Und es geht auch lang. Ich habe schon gesehen, jemand, der bis zu 50 Wellen geschafft hat. Und ja. So. Du, diese schönen Fratzen, die man hier sieht, und so, jetzt können wir hier wieder drücken, mal schauen, ob wir auch gleich die TNT-Kanone ausprobieren, mal schauen, so genau, und dann können wir hier drücken, also es gibt drei Weiten sozusagen, und sieht jetzt hier auch, es hat springt und da hinten landet sie jetzt zu weit. Dann können wir auch, ja, das ist noch ein bisschen zu nah. Also es gibt drei Stärken sozusagen. Das vorderste ist die stärkste. Die zweite ist so mittel, ein bisschen hinter der dieser Linie und die weiße ist sozusagen vor der Lebensanzeige. So, Welle 5 sind wir nun. Und dann drücken wir ja, hier Force Wave. Und jetzt sind wir auch bei 6. Und dort hinten sind sie auch gespawnt. Mal so. Mal schauen, ob sie diesmal treffen. So. Ja, getroffen, aber nicht ganz. Sind nicht umgekommen. So. Schon bei 7, ich mach mal kurz das. So. Wow. So, und es gibt ja auch jetzt so zwei Seiten, wie man hier sieht. Wow. Okay, einer haben wir verfehlt. Und da kommen noch mehr. Okay, so. So. Ah, ich habe es dort hinten geschossen. Ich mache das so. Schauen wir, ob wir dieses Mal treffen.
Ja, aber nicht ganz. So. Und so, den Creeper-Gesicht hin. Und dann können wir hier auch drücken. Okay, schnell hier drücken. Hier können wir auch schon drücken. Man sieht ja auch, die Zahl geht immer nach unten, also man sieht hier gleich, ja, auf 7 ist sie jetzt runtergegangen und wir haben also nicht unendlich von dem. So, mal schauen, dass die nicht da reinkommen. Wow. Wow. Okay, das ist gar nicht so einfach. Man sollte immer nach dorthin schauen. Man sieht jetzt hier. Okay. Also wir haben jetzt schon 3 Leben verloren sozusagen und ja, wir sind bei Welle 11. Das ist auch gar nicht so viel und ja, man sieht, es werden einfach immer mehr. So, ich glaube, wir warten noch kurz, bis 30 Sekunden um sind. Hier steht auch Disco, auch das Ganze sehr schön gemacht. Ich stelle euch auch immer, wie immer, den Link in der Beschreibung aufschreiben. Dann könnt ihr das Ganze auch selber spielen. So, ihr Freunde. Ja, außer du. Ja, genau. Okay. So, eine weitere Welle. So. Und Strike. So. Und es kommt auch schon eine weitere, die ich gehört habe. Genau. Können wir gleich nochmal machen. Und die Zahl ist auf 3 gesunken, also auf 43. Da ist sie rausgeflogen und davon ist sie gelandet. So, wir können jetzt hier mal selber wieder da. So, und der und der. Und es kommt auch schon die nächste. 15. Wow. Zu weit. Okay, der ist auch zu weit. Ja, da konnten wir jetzt auch nicht wieder alle aufhalten. Wir haben jetzt schon nur noch 6 Leben. Da steht noch einer unschlüssig herum. Oh nein, muss er hin. Komisch. Okay, wir haben nur noch 4 Leben. Jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen. Oh nein, es geht schon weiter. So. Ich glaube, der wird ein Treffer. Genau, außer dich. Aber das ist jetzt mit Optifine ein bisschen schwieriger. So, genau. Und es kommt auch schon die nächste. 17. Also wir sollten jetzt auch nicht an dem TNT sparen, damit wir da noch heil durchkommen. So. Man sieht ja auch, ich habe das Mesa Texture Pack. Es gibt auch von Disco ein eigenes Texture Pack. Das ist nicht so realistisch, aber es sieht besser aus zum Spielen. Und ja, also das könnt ihr euch dann auch mal anschauen. Es steht auch, glaube ich, im Video. Also im offiziellen Video von dieser Map. Zombie Siege heißt sie. Und ja, könnt ihr dann auch vielleicht mit dem Texture Pack spielen. Ich nehme jetzt einfach mal das Mesa, so wie immer. So. Und da. So. So. Und. So, das lag jetzt. Oh.
Wie viel haben wir noch? Weil wenn wir sterben, dann passiert etwas gar nicht Gutes. Komm schon. Wie hoch müssen wir denn da? Ja, genau. Wenn man hier runterfällt, dann kann man auch, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, ja, da sieht man auch Dorfbewohner, wegen denen laufen die auch die ganze Zeit in unsere Richtung. Ich kann das Ganze ja nachher noch einmal von unten zeigen. Und ja, man kann hier auch auf der Seite wieder hochkommen. So, ich glaube, die nächste kommt gleich. Man sieht, da sind auch schon 3 von diesen Lampen angegangen. Also das heißt auch, dass immer mehr kommen werden. Ja, und okay, wir sind bei 19. Mal schauen, ob wir es so 20 schaffen wir sicher, so etwa bis 30 oder so kommen, damit wir wenigstens. Okay. Treffen, treffen, treffen. Ich glaube, der war zu weit. Ja. Wir haben nur noch 2 Leben. Wow. Nein. Ah, ich glaube, das waren alle. Nein. Nein. Wow. Wir haben es überlebt. Also das heißt, wir haben verloren. Und ja, das war das Ganze auch, eigentlich auch schon. Ich glaube, ich werde noch einen Abschnitt rein tun, wo ich weiterkommen werde. Die laufen jetzt. Man sieht da unten, dort ist Schienen und die Dorfbewohner werden im Karren nach unten gebracht und die sind jetzt ein bisschen dumm da, die. Wow, wir haben die Explosion überlebt und ich glaube, ich gehe auch kurz mal in Creative und zeige euch, wie das Ganze gebaut ist. Also ich weiß natürlich nicht genau, was für Redstone-Zeugs der gemacht hat, aber ich kann euch das kurz mal zeigen. Also man sieht hier von unten, dort hat es so Schienen und da werden die Dorfbewohner im Sukan, fahren die nach vorne und die Zombies lassen denen nach. Hier, das ist das Ganze mit den TNT-Kanonen und den sonstigen Sachen und der riesen Explosion und allem. Und da der Zombie, da auch mit dem alles miteinander verbunden. Auch sehr schön gemacht und wie immer finde ich das extrem, wie der das gebaut hat. Und ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es werden auch wie immer weitere Videos kommen und bis später.
Thank you.